Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Days Gone. Ja, man sieht, wo es uns hin verschlagen hat. Ich find's echt krass. Also wirklich hier so über die Berge, all das. Wow. Könnte ich nicht einfach sagen, ich fahre wieder zurück? Oh, bitte! Das geht doch wohl schneller! Gucken, was der von uns will. Hey, du siehst nicht gerade nach Miliz aus. Nein, ich heiße Wade, Wade Hill. Nenn mich einfach Wade. Deacon St. John. Hör zu. Ach du Scheiße, Deacon St. John ist dein alter Prediger oder sowas? Nein. Mann, was für ein Hammername. Hör zu, Wade. Siehst du das, Mann? Das hier ist echt verrückt. Ja. Also, willst du beitreten, zur Armee gehen, Soldat spielen ich und weiß so? Nicht, vielleicht, hör zu. Du siehst aus, als wärst du gerade erst gekommen, stimmt's? Ja, Mann, erst gestern. Okay, gestern. Ich war von diesem Colonel vorgeführt werden oder so ein Scheiß. Mit ein paar Leuten unterwegs, wir wurden getrennt. Hast du diese Frau schon mal irgendwo gesehen? Nein, Mann. Oh, aber sie ist heiß. Wäre was für mich, ja? ich muss los, Mann. Sie gucken nach, ob ich Läuse oder so ein Scheiß hab. Viel Glück für dich, Deacon St. John. Scheiße, was ein Name. Alter, der Typ ist im Namen schuld. Wir werden Sarah doch nie im Leben wiedererkennen. Komm schon, Sarah. Wo zum Teufel steckst du? Du bist hier irgendwo. Vielleicht in einem von den Zelten da. Nein, bei den Mechanikern bestimmt nicht. Mit Werkzeug konnte sie nie was anfangen. Vielleicht hier drin. Hier vielleicht. Nein, ihr nicht. Die Krankenstation. Ich meine, bei ihrem Werdegang wäre das logisch, oder? Ach, verdammt. Hier ist sie auch nicht. Sie wird ja nicht in diesem Camp sein, oder? Das macht doch gar keinen Sinn. Das hier muss es sein. Sarah? Sarah, bist du hier? Shit. Hier nicht. Bist du Zeichen? Ja, verdammt, sie ist nicht hier. Sie ist nicht hier. Aber, naja, klar, das wäre auch zu einfach, oder? Und jetzt? St. John, sind Sie auf diesem Kanal? Corporal Russell sagt, Sie hätten ein Funkgerät. Kommst du, du kannst den Freaks davon laufen? Ja, nein, ich höre. Los, steig dich an! Kommen Sie zum Tor. Ja, Sergeant? Schon unterwegs. Wir sind abfahrbereit. Was ist mit Ihnen? Bereit, wenn Sie es sind. Haben Sie viel Arbeit reingenommen? Ja, ein bisschen. Aufmachen! Also was zum Teufel ist da passiert? Ich meine, es sieht aus wie ein Waldbrand, aber... Aber die Baumstümpfe sind verkohlt. Das heißt, sie wurden gefällt, bevor es gebrannt hat. Gutes Auge. Das ist die Todeszone. Wir bauen unsere Barrikaden, dann folgt die Brandung. Vom Außenposten aus können wir die Horden früh genug entdecken. Und Sie? Sie wollen alles abfackeln, damit Krabbler und Schwärmer keinen Schlafplatz mehr haben? Wie gesagt, ich war sehr lange da draußen unterwegs. Und das ist der Plan, ja? Der Miliz, meine ich, einfach alles abfackeln? Wir führen Krieg, St. John. Wir tun alles, um ihn zu gewinnen. Krieg? Das ist es doch nicht. Ein Krieg. Sie waren da draußen, haben die Horden gesehen. Das Einzige, was sie aufhalten kann, ist eine Armee. Unsere Armee. Dafür braucht man mehr als eine Armee. Naja, es gibt einen Plan. Der Kandel beißt sie ein. Was? Nein, nicht wirklich. Ich meine, naja, ich war früher mit Leuten unterwegs und dachte, die wären vielleicht hier. Ich dachte, sie jagen jemanden. Für einen Kopfgeld.
Nein, ich habe schon viele Typen sehr weit verfolgt, aber nie so weit. Das ist kein Kopfgeld wert. Hier ist es. Hey, Corporal, der Captain ist hier. Erledigt, Sir. Setzen Sie eine Markierung. Ja, Sir. Gut. Sie fahren zurück zum Diamond Lake. Holen Sie, Taylor heißt der? Ja, Sir. Ja, er muss zum Colonel. Komm um 1800. Sir? Militärzeit, Corporal. Das sollten Sie langsam wissen. Ja, Sir. Und jetzt verschwinden Sie. Ja, Sir. Was gefunden? Wie lange war, Vasquez? War Vasquez bei Ihren Leuten? Ein paar Wochen oder länger. Er war fleißig. Was zum Teufel? Hattet ihr Probleme bei der Vorratsbeschaffung? Plündererangriffe? Ja. Okay, wir gehen ab hier zu Fuß weiter. Zu Fuß? Warum? Vasquez war nicht ohne Grund hier. Vom Bike aus sehe ich keine Fährte. Kapiert. Es schneit, du siehst keine Fährte. Wo fangen wir an? Es hat geschneit, also gibt es keine Stiefelspur. Kommen Sie, ich will mir die Hütte ansehen. Okay, ich folge Ihnen. Er hat Rationen gestohlen? Munition? Ja. Eine Notration. Halb aufgegessen. Tja, Ihre Männer scheinen ihn beim Essen überrascht zu haben. Sein Bike steht noch vorne. Er muss also hinten raus sein. Moment, hier. Was ist da? Der Zaun wurde gekappt. Und kein Rost. Also erst vor kurzem. Ja, kommen Sie. Hier lang. Das brauche ich. Hey, warten Sie mal eine Sekunde. Sehen Sie? Hier. Spuren? Ja, wir haben Glück. Hier lang. Halt, Moment mal. Was gefunden? Ja, Patronenhülsen. Kürzlich abgefeuert. Er hielt an und schoss auf irgendetwas. Los, hier runter. Geh schon rein. Vorsicht! Mehr Verlust! Ich sehe sie. Okay. Das war der letzte. Nehmen wir mit, wir brauchen die Punkte. Sieht so aus. Gute Arbeit. Ja, Munition. Okay, ich will mir das mal ansehen. Sieht aus, als hätten die Notrationen ihrem Mann nicht gereicht. Ein ganz sauberer Kopfschuss. Ja, und die Wölfe haben den Schuss gehört und waren hungriger als Vasquez. Ja, der Rest des Rudels näherte sich aus dieser Richtung, von Osten. Sie glauben, die haben Vasquez vertrieben und einer hielt hier Wache? Ja, das wäre mein Tipp. Gut, mal sehen, ob Sie recht haben. Gibt's hier draußen denn viele Wölfe? Also, die nicht infiziert sind, meine ich. Wir sehen fast jeden Tag welche. Als ich ein Kind war, früher, gab es keine Wölfe in Oregon.
Es gab Kojoten, aber keine Wölfe. Die waren längst ausgerottet von Ranchern und Farmern, Holzunternehmern. Ja, sie scheinen sich recht gut erholt zu haben. Tja. Ich glaube, da liegt ein Wolf. Aber auch der Rucksack, glaube ich. Moment, Moment. Was ist das? Ein Rucksack. Einer von unseren. Sie müssen ihn fast gehabt haben. Er warf den Rucksack ab, um zu fliehen. Nein, er wollte Zeit gewinnen. Er fiel auf seinen Arsch, wollte wegrobben, aber der Wolf sprang. Vasquez ließ den Rucksack zurück. Zwei Schüsse. Das sehen Sie alles? Wer? Halt, runter! Ein Schwarm! Ich glaube, der ist nicht auf der Karte. Hier gibt's überall in der Nähe. Vielleicht erklärt das, warum Vasquez hier lang geht. Gehen wir außen rum. Ja, ich bin gleich da. Ich muss sagen, ich bin's leid, mich dauernd vor diesen Mistkerlen zu verstecken. Hat man den Schwarm angegriffen? Ja, schon ein paar Mal. Man muss in Bewegung bleiben. Wenn Sie der Miliz beitreten, müssen Sie sich auf Ihre Mission konzentrieren. Wir sind nicht wegen der Freaks hier. Die Außenwelt, Freaks töten, geht irgendwie Hand in Hand, oder? Ja. Okay, ja. Gehen wir erstmal von den Gräbern weg. Die Kälte wird noch mehr von ihnen rauslocken. Ich glaube, die riechen Leichen meilenweit. Naja, dann viel Glück damit. Es gibt Hunderte davon. Schon allein in dieser Gegend. Wo muss man anfangen? Gut, wohin jetzt? Weiter, nach Osten. Hey, da ist eine Straße. Warten Sie mal. Was haben Sie? Verfolgt ihn sonst noch jemand? Nicht, dass ich wüsste. Oh. Dann ist er entweder tot... Oder er hat viele Freunde. Da, über seinen Spuren sind Reifenspuren von anderen Bikes. Von vielen Bikes. Hm. Okay. Na gut. Mal sehen, wo sie hinwollen. Sie sagten, Kälte lockt die Freaks raus? Ja. Kälte, Schnee, Regen, so Wolken. Wie ich schon sagte, sie kennen ihre Freaks gut. Im Hauptquartier werden einige Leute mit ihnen reden wollen. Leute? Der Colonel weiht sie ein, wenn sie bleiben dürfen. Ja, ich glaube, das sagten sie schon. Er führt ein strenges Kommando. Ich will keine großen Hoffnungen wecken. Hey, nur keine... Hey, halt, da war was. Ja, es kommt aus dem Holzfällerlager da drüben. Ist das auf der Karte? Ja. Dann ist es auch auf Vasquez' Karte. Na los. Wenn Vasquez hier ist, was wäre Ihre Strategie? Ich meine, wenn Sie an meiner Stelle wären. Tja, er ist nicht allein. Das sieht man an den Spuren. Und man hört ihn und seine Freunde von hier. Ja, welche Strafe steht bei der Miliz auf Fahnenflucht? Auf Mord. Dafür wird man bei uns gehängt. Das gilt für beides. Wieso? Tja, das heißt, dass Vasquez nicht kampflos aufgibt. Ist jemand dabei? Ja, das ist er. Ach, Sie sollten Ihre Rekruten sorgfältiger auswählen. Er scheint sich ja pudelwohl zu fühlen. Wir warten ab. Ich rufe Verstärkung. Nimm deine verdammten Hände weg! Oh, eine Kämpferin, Jungs! Was meint ihr? Ja, das werden wir sehen. Oh, na, ich hab ein Problem mit Arschlöchern, die wehrlose Frauen bedrohen. Das ist ein Befehl. Befehl?
Trage ich etwa ein rotes Armband? Sie befehlen mir gar nichts, Mann. Machen Sie, was Sie wollen. Ist dicht. Shit, hör mich auf. Sind schon mehr Männer. Danke, ich seh's. Bisschen daneben geschossen, glaube ich. Die Fenster sind alle verrammelt. Sie bleiben hinter mir. Geben mir Deckung, wenn es sein muss, okay? Letzte? Ja, ich glaub schon. Gute Arbeit. Na los, holen wir uns ihren Mann. Vasquez ist nicht mein Mann. Nicht mehr. Also los, tu es! Wie kommen wir da ran? Scheiße! Deine kleine Schwester würde mir mehr Angst machen, du Wichser! Verdammt, wie komme ich denn da hin? Er geht durch die Tür.
halten Wache, falls noch jemand hier ist. Kriegen Sie das hin? Er wird nicht wissen, wie ihm geschieht. Hey, hey, ruhig. Ich will nur helfen. Ich brauche deine verdammte Hilfe nicht. Okay. Ich gehe einfach darüber. Bleib mir bloß vom Leib, Mann! Warte, ganz ruhig. Wir gehören nicht. Das interessiert mich. Einen Scheiß! Okay. Was zum Teufel war das? Nur eine holde Jungfrau in Nöten. Vasquez? Erledigt. Absolut erledigt. Captain Curry, komm! Hier spricht Curry. Wir sind da. Wir sind auf der Straße zum Haupttor. Halten Sie Ihre Position. Wir kommen. Was ist mit dem Feind und... Sie wurden... neutralisiert. Position halten. Curry, Ende. Na los. Hier sind Ihre Bikes, Captain. Dann müssen Sie nicht wieder laufen. Danke, Corporal. Und wie war ich? Habe ich bestanden? Bestanden? Na, Sie haben mich doch beobachtet. Ich dachte, das wäre so eine Art Test. Nein. So förmlich sind wir hier nicht. Wie Sie sehen, lassen einige Rekruten zu wünschen übrig. Ja. Aber ja, bestanden. Also, bereit für den Colonel? Ja, klar. Warum auch nicht? St. John, wo haben Sie gedient? Bevor die Hölle losbrach. Sie wissen, was eine Notration ist. Wie man feindliche Positionen ausmacht. Und Sie kennen verschiedene taktische Manöver. Also, wo haben Sie gedient? Marines? Armee? Ja, okay. Ich rede nicht so gern darüber. Ich meine, im ersten Jahr, wer in Uniform war, hatte praktisch eine Zielscheibe auf dem Rücken. Ich war in der Armee. Gebirgsjäger. Eine komplette Dienstzeit in Afghanistan. Und Sie? Wer beim Militär war, hat eine gewisse Haltung. Keiner Ihrer Soldaten hat sie. Sie schon. Wie gesagt, Sie haben ein gutes Auge. Ich war in der Air Force 10 Jahre, beim SAC. Es gibt keine Raketensilos in Oregon. Ich habe hier gerade Urlaub gemacht. Ich hatte Glück. Bevor die Kommunikation zusammenbrach, kamen stündlich Berichte. Sie glauben, hier war es schlimm. Alles östlich des Mississippi war in 2 Tagen. Sie kennen sich in der Gegend aus? Ja, ich komme aus einer Stadt nördlich von hier. Sie heißt Farewell. Davon gehört? Nein. Aber klingt passend, um das Ende der Welt zu erleben. Wem sagen Sie das? Sie waren also vielleicht schon mal hier? Ja, ich war mal hier. Es war im Sommer. Ich und meine Lady oder meine Frau. Wir waren in den Flitterwochen hier. Haben Sie ein Foto? Von Ihrer Frau, meine ich. Ihr Name war Carrie. Wir waren 12 Jahre verheiratet. Egal. Es ist sehr lange her. Ich glaube nicht, dass er ein schlechter Kerl ist. Wer weiß, wie er in den Ring gekommen ist. Ein Tauschgeschäft vielleicht, oder? Thank you.
Weißt du, ich glaube, das da heißt kein Zutritt. Ha? Oh, nein, nein, das gilt nicht für uns. Warum? Weil wir nicht lesen können? Weil wir uns nicht an Regeln halten. Ach, sprich für dich selbst. Nach ihnen. Na gut. Ach, na gut. Also, du machst mich zu deiner Komplizin. Nicht gerade galant. Geil was? Ja, das heißt... Stimmt. Ich werd's nie lernen. Tut mir leid. Oh mein Gott, du hättest deinen Gesichtsausdruck sehen sollen. Oh, war bestimmt lustig. Ja, wenn ich ein Handy besitzen würde, dann hätte ich ein Foto gemacht. Tja, ausnahmsweise bin ich froh, dass du keins hast. Ach, komm schon, fang nicht wieder davon an. Hey, ich hab nichts gesagt, du hast angefangen. Hast du doch. Aber das Blut haben wir, alles klar. Ist, glaube ich, im Grafikfehler. Also, wohin gehen wir? Folg einfach dem Weg, es ist nicht allzu weit. Was würde meine Mutter sagen, wenn sie mich sehen könnte? Nachts, mitten im Nirgendwo mit einem Outlaw-Biker. Keine Ahnung, vielleicht. Schatz, zieh einen Pulli drüber. Sehr witzig. Ja, sie würde gar nichts sagen, oder? Du solltest ihr doch nichts von uns erzählen, erinnerst du dich? Oh, bitte, Degen, das ist schon so lange her und es war nicht böse gemeint. Hey, hör zu, ich sag ja gar nichts. Ich hab's noch nicht mal meinem Paps erzählt. Ja, weil dein Vater tot ist. Naja, das ist wohl ein Grund. Die Frage ist, hast du's jemandem im MC erzählt? Dass du ein nettes Mädchen aus Seattle datest und kein Flittchen aus dem Stripclub, in dem ihr wohnt. Oh, okay, Moment mal. Also wir wohnen nicht im Stripclub. Ich meine, wir sind da Mitglied auf Lebenszeit, ja, aber wir wohnen nicht da. Und zweitens, ich hab's erzählt. Ja, das hab ich tatsächlich. Warst du wirklich? Ja, komm schon, sei nicht so überrascht. Wir finden kluge Frauen ungemein sexy. Oh, ja, ganz bestimmt. Also, ich sollte wirklich längst im Bett sein. Oh, ich weiß. Oh, hör schon auf. Ich meine, ich muss morgen wirklich früh raus. Ja? Wie läuft's denn? Du willst ja nie drüber reden, also. Es ist nichts, nur dieses Projekt. Ich meine, ein paar Chefs aus New York wollen unsere Fortschritte sehen. Und die Schlipsträger bei uns bauen ein neues Labor auf, ohne das mit mir abzusprechen. Oh, ich dachte, du willst nicht drüber reden. Tut mir leid, es ist... Naja, wie gesagt, es ist nichts. Jedenfalls, danke. Es tut gut, mal rauszukommen. Ja, kein Problem. Haha, halt. Ist das eine Plantage? Du führst mich zu einer Grasplantage? Was? Tja, das sind Marihuana-Pflanzen und ein Bewässerungssystem. Das ergibt eine Grasplantage. Oh, hey. Sieh mal, eine Plantage. Du führst mich mitten in der Nacht hierher, mitten ins Nirgendwo, um mir zu zeigen, was der MC illegal hier draußen anbaut? Ja, du hast mich erwischt. Ich hatte gehofft, du gibst uns ein paar Tipps, weißt du, zur Kultivierung. Dann hat dein Studium endlich mal einen praktischen Nutzen. Himmel, Deacon, was? Okay, verstehe. Das hier ist nicht, was du mir zeigen wolltest, oder? Nein, natürlich nicht. Komm, geh einfach weiter, wir sind fast da. Ja, ich lern's wirklich nie. Kaum zu glauben, aber ich lern's wirklich nie. Nein. Sieh mal das Mondlicht. Es ist wunderschön. Geh weiter. Wir sind fast da. Hast du dich schon mal gefragt, wie es wäre, wenn überall gleichzeitig die Lichter ausgingen und jeder einfach die Welt so sehen könnte? Wie meinst du? So dunkel und schattig und deprimierend? Ich meine den Mond, die Wildblumen, die Glühwürmchen. Ach klar, du ziehst mich wieder auf.
Okay, du nimmst einfach gar nichts ernst. Oh, ich nehme alles ernst. Ja, klar. Ja, das mache ich. Machst du nicht. Als ich ein paar von meinen Sachen zu dir bringen wollte, hast du so getan, als würde ich Witze machen. Ah, nein, das stimmt nicht. Ich habe mich taub gestellt. Das ist ein Unterschied. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Und weißt du, ich habe ein Handy und ein Foto gemacht. Willst du es sehen? Hey, du bist Wissenschaftlerin. Können wir rational bleiben? Okay, erstens meinte ich nur, dass wir übers Zusammenziehen nachdenken sollten. Weißt du, wenn wir dann mehr Zeit zusammen hätten und das der nächste Schritt wäre, was ist daran irrational? Ich habe eine Zahnbürste bei dir. Oh, Entschuldigung, weißt du was? Stimmt, das ist ein echtes Bekenntnis. Oh, ich meine, weißt du, was eine gute Zahnbürste kostet? Da, siehst du, schon wieder. Immer wenn ich über die Zukunft reden will, machst du einen Witz draus. Okay, gut. Wir müssen darüber reden und wir werden es auch tun. Aber hör mal ganz kurz auf damit, denn ich will dir etwas zeigen. Okay? Siehst du? Hier. Das hier solltest du sehen. Wow, wie wunderschön. War es das wert? Gott, ja. Hey, ich möchte dich gern was fragen. Ja? Oh. Deacon. Willst du... Will ich? Würdest du... Ist das ein Ja? Zwei Bedingungen. Nämlich? Okay, also erstens will ich keine von diesen Biker-Hochzeiten, wo du sagst, dass du mich so oft reitest wie dein Bike. Klar, kann ich eh nicht versprechen. Oh, okay, und zweitens? Zweitens darfst du mich niemals verlassen. Okay. Hm. Gott, steckt da jetzt dein Bikerring an meinem Finger? Oh, weißt du was? Ich glaube, das könnte sein. Sieh doch nur. Die kleinen Zähne sind so süß, als ob sie in die Kette beißen. Nichts sagt, ich liebe dich wie... Hundeschädel. Ein Hundeschädel. Hey, was heißt das hier? Oh, sorry, ich dachte, du kannst Latein. Komm schon. Also, da steht... Morior invictus. Das heißt, lieber tot als besiegt. Wow, gefällt mir. Aber ich kriege noch einen richtigen Ring, oder? Obwohl dieser hier toll ist. Auf jeden Fall. Ich dachte nur, mein Ring. Er ist, stimmt, es ist dein Ring. Etwas Schlichteres. Ohne Zähne. Okay. Geht klar. Oh, Mist, tut mir leid. Nein, ist schon gut. Das Labor, ich muss rangehen. Okay. Hallo? Ja, nein, schon gut. Gleich da. Okay, tschüss. Ist alles in Ordnung? Ich weiß nicht, Sie brauchen mich da. Was? Ich muss los. Jetzt sofort? Ich meine, um diese Uhrzeit? Es tut mir leid, ich muss gehen, aber ich mach's wieder gut, versprochen. Okay. Na los. Okay. Das war schon süß. Schöne Kulisse für einen Heiratsantrag. Meine Frau hieß, Beth. Nein, ich habe kein Foto. Dann los. Das brauche ich. Und das auch. Ich brauche Schwert.
Wizard Island, okay. Ich würde aber sagen, wir machen hier ein Folgenpäuschen und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.